Der stellvertretende belarussische Minister geht wegen des Ukraine-Krieges zurück. Der mit Sanktionen belegte General, der dem Einsatz russischer Truppen an der Grenze zugestimmt hat, reicht ein Rücktrittsschreiben ein, in dem er sagt, er könne die Invasion nicht unterstützen. Generalmajor Viktor Gulevich sagte, das Personal weigere sich, an den Feindseligkeiten teilzunehmen. Sein Rücktrittsschreiben reichte er beim jetzigen belarussischen Verteidigungsminister ein. Herr Gulevich gehört zu einer Reihe von belarussischen Beamten, die mit Sanktionen aus dem Vereinigten Königreich konfrontiert sind. Das Auswärtige Amt sagte zuvor, das belarussische Militär habe die russische Invasion ermöglicht. Der stellvertretende Verteidigungsminister von Belarus hat Berichten zufolge seinen Rücktritt eingereicht und behauptet, er könne die derzeitige russische Invasion in der Ukraine nicht unterstützen. Generalmajor Viktor Gulevich, der auch Chef des Generalstabs ist, argumentierte, dass das Personal der belarussischen Militäreinheit sich weigerte, an den Feindseligkeiten teilzunehmen, und dass die belarussischen Streitkräfte keine einzige Bataillonsgruppe vervollständigen könnten. Herr Gulevich gehört zu einer Reihe von belarussischen Beamten, die wegen ihrer Nähe zu Wladimir Putin mit Wirtschaftssanktionen der britischen Regierung konfrontiert sind. Ihm wurde vorgeworfen, gemeinsame Militärübungen mit Russland geleitet und der Stationierung russischer Truppen entlang der Grenze zwischen Weißrussland und der Ukraine zugestimmt zu haben, was, wie die britische Regierung behauptete, direkt zur Fähigkeit Russlands beigetragen habe, die Ukraine anzugreifen. Das britische Außenministerium sagte zuvor, das belarussische Militär habe die russische Invasion in der Ukraine unterstützt und ermöglicht, indem es russischen Truppen erlaubt habe, sich an seiner Grenze zur Ukraine aufzubauen. Ein Scan der Erklärung von Herrn Gulevich, die Berichten zufolge an den derzeitigen Verteidigungsminister Viktor Krenin adressiert war, fügte hinzu, die Durchführung von Aufklärungsarbeiten mit den Kommandeuren von Militäreinheiten brachte keine Ergebnisse. Ich habe den Mut anzunehmen, dass die Ersetzung der Kommandeure dieser Militäreinheiten, die die Bildung von Gruppen vor Ort nicht organisieren konnten, uns nicht das gewünschte Ergebnis bringen wird. Angesichts des Vorstehenden bitte ich Sie um Ihre Entscheidung bezüglich der Annahme meines Rücktritts. Ein Bild des Briefes wurde vom ehemaligen stellvertretenden Verteidigungsminister der Ukraine, Alexander Nosow, geteilt. Das Verteidigungsministerium von Belarus stellte die Echtheit des Schreibens in Frage und sagte, Herr Gulevich könne nicht den Verteidigungsminister zum Rücktritt auffordern, sondern vielmehr die Person, die ihn beschäftigt habe, den Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Republik Belarus. Das Ministerium bestritt auch seine Behauptungen und sagte, die Formationen und Militäreinheiten von Belarus seien zu 100% besetzt. In der Zwischenzeit sagte Oleksiy Arestovych, der Berater des Leiters des Büros des ukrainischen Präsidenten, er prüfe die Informationen über den Rücktritt von Herrn Gulevich. In einem Gespräch mit Rada TV am Sonntagmorgen behauptete Herr Arestovych, die russische Armee führe Beschuss aus Weißrussland durch und halte die Nation während der Invasion der Ukraine als Geisel. Er sagte, die belarussische Armee werde nicht gegen die Ukraine eingesetzt, sondern entlang der Grenzen eingesetzt. Er fügte hinzu, die belarussische Armee nimmt jedoch auf Formationsebene nicht an der bewaffneten Aggression gegen die Ukraine teil. Trotzdem wird das Territorium von Belarus, gelinde gesagt, in vollem Umfang genutzt. Truppen kommen von dort, das gesamte System der Militärflugplätze wird zur Bombardierung der Ukraine genutzt und antitaktische Raketen werden abgefeuert. Herr Arestovych sagte, der Rücktritt von Herrn Gulevich könnte darauf zurückzuführen sein, dass die russische Führung die belarussische Armee und das belarussische Volk unter Druck setzt und beschuldigt. Das Auswärtige Amt kündigte Sanktionen gegen Herrn Gulevich an und sagte, Gulevich ist verantwortlich für die Leitung der Aktionen der belarussischen Streitkräfte, die die russische Invasion in der Ukraine unterstützt und ermöglicht haben.
Er hat gemeinsame Militärübungen mit Russland geleitet und dem Einsatz russischer Truppen entlang der Grenze zwischen Weißrussland und der Ukraine zugestimmt, was direkt zu Russlands Fähigkeit beigetragen hat, die Ukraine anzugreifen, auch von Positionen in Weißrussland aus. An anderer Stelle hat die von China unterstützte Asiatische Infrastrukturinvestitionsbank angekündigt, dass sie Geschäfte mit Bezug zu Russland und Weißrussland aussetzen wird, als Zeichen dafür, dass sich der Paria-Status der beiden Länder wegen des Krieges in der Ukraine vertieft. In einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung sagte die AIIB, dass das Management im besten Interesse der Bank entschieden hat, dass alle Aktivitäten in Bezug auf Russland und Weißrussland ausgesetzt und überprüft werden. China, dessen bilaterale Beziehungen zu Russland in den letzten Jahren gestärkt wurden, hat es bisher vermieden, Moskau wegen seiner Invasion in der Ukraine zu kritisieren, während Weißrussland der Ort war, von dem aus einige der an der Invasion der Ukraine beteiligten Streitkräfte gestartet wurden. Während sich Finanzinstitute und Unternehmen auf der ganzen Welt bemüht haben, sich wegen des Konflikts von Russland und Weißrussland zu distanzieren, sagte das Internationale Paralympische Komitee, IPC, am Donnerstag, es verbiete russische und weißrussische Athleten von den Paralympischen Winterspielen 2022 in Peking, die am Freitag begannen, nach Spekulationen könnten russische Athleten teilnehmen dürfen.